Sie sehen, wir sind da, wir arbeiten im Raum und ich freue mich, dass wir anknüpfen können mit der Gesprächsrunde heute Vormittag in der Reihe Stuttgarter Gespräche. Es geht um Protestbewegungen des 21. Jahrhunderts. Lässt sich unser Verständnis von Freiheit und Demokratie aufrechterhalten? Wir haben jetzt gerade das Game Thin, Ben Harper and the Relentless Seven gehört, Musikwunsch von Herrn Kuhn, den ich damit herzlich begrüße. Ganz kurz, Herr Kuhn ist geboren 1955 in Mergentheim, studierte Germanistik, Philosophie in Tübingen und München, gehörte 1980 zu den Gründungsmitgliedern der Grünen in Baden-Württemberg, Sprecher der Grünen im geschäftsführenden Landesvorstand bis 2000, Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg und auch Vorsitzender der Landtagsfraktion, seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. Im Februar 12 hat er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion der Grünen zurückgegeben, um für das Amt des Oberbürgermeisters von Stuttgart zu kandidieren, als Kandidat der Grünen, was heute hier aber eine untergeordnete Rolle spielen sollte. Zu meiner Rechten freue ich mich, Herrn Volker Lösch als Gesprächspartner zu begrüßen. Es gibt natürlich so einen Ping-Pong zwischen Sie und Du. Volker und ich, wir sind ja seit 2005 hier fest in Stuttgart auf künstlerischem Gebiet, aber auch persönlichem, aufs Engste verbunden. Volker ist geboren 1963 in Worms und aufgewachsen dort und in Montevideo und Uruguay, studierte Schauspiel in Kiel und Hamburg, seit der Spielzeit 2005 Hausregisseur und Mitglied der künstlerischen Leitung am Schauspiel Stuttgart, arbeitete bisher unter anderem in Berlin, Bern, Dresden, Düsseldorf, Graz, Leipzig, Hamburg und Zürich. Das wird sich als Spektrum auch noch erweitern. Als Künstler immer umstritten, geliebt und gehasst wegen seiner Fokussierung gesellschaftlicher Themen, steht als Mitglied des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 für die klare Absage an das Bauprojekt, hat diesbezüglich eine direkte Protestpraxis. Auch das wird heute im Gespräch sicher eine Rolle, aber nicht die dominante spielen. Mal sehen. Also, um ins Gespräch zu kommen, Herr Kuhn. Unser Spielzeitmotto lautet Copyright Freiheit. Was verstehen Sie im politischen Sinne unter Freiheit? Also, erstmal einen schönen Sonntagmorgen von mir aus. Freiheit heißt natürlich in einem sehr reduzierten Sinn, dass man machen kann, was man will und nicht von anderen fremdbestimmt wird. Ich habe übrigens im Politischen immer den Begriff Selbstbestimmung vorgezogen, den Begriff Freiheit, weil Selbstbestimmung ja heißt, in Anspruch genommene Freiheit, in meinem Leben umgesetzte Freiheit, und damit komme ich auf einen wichtigen Punkt. Freiheit ist nicht ohne Voraussetzung, sondern du musst die sozialen, bürgerschaftlichen Möglichkeiten haben, um Freiheit in Anspruch zu nehmen. Deswegen Selbstbestimmung der, wie ich finde, interessantere Begriff. Wichtig ist für mich bei der Freiheitsdefinition, dass sie nicht ins rein Liberale abgleitet. Denn Freiheit ohne Verantwortungen und ohne Regeln zu sehen und zu definieren, führt automatisch und logischerweise immer zu einer Freiheit, die nur die Stärkeren, die ökonomisch Stärkeren, in Anspruch nehmen können. Deswegen mag ich auch nicht, wenn wir jetzt einfach so eine Freiheitsdiskussion machen und nicht eine Diskussion über die Verantwortungen, über den Rahmen, den Freiheit tatsächlich braucht. Ansonsten ist es ein wichtiger Grundwert und ich glaube auch, dass wir gerade in einer Phase sind, darüber werden wir ja diskutieren, wo die Frage, wie gehen eigentlich die Verantwortungsgrenzen für Freiheit, neu buchstabiert und neu interpretiert wird. Ein Beispiel, man kann im Ökonomischen nicht mehr sagen, es gibt die absolute ökonomische Freiheit. Marktwirtschaften ohne neue Regeln können nicht funktionieren, sondern zerstören sehr viele aktuelle Beispiele, die Finanzkrise. Das heißt, man braucht neue Rahmenbedingungen für Märkte, international, was es schwieriger macht. Und erst dann kann man vernünftig von Freiheit reden. Das gleiche gilt für Wachstum.
auch der Begriff Wachstum geht nicht mehr einfach so, sondern wir müssen mindestens zu einem qualitativen Wachstumsbegriff kommen. Das heißt, eine Ökonomie haben, die in der auch politisch über Rahmenbedingungen entschieden wird, welche Bereiche denn eigentlich wachsen sollen und welche besser nicht, weil es ja auch schädliche Bereiche gibt. Also meine einfache Haltung ist, Freiheit ist wichtig, die Leute sollen und müssen tun können, was sie wollen, aber nur im Rahmen von Grenzen, die Politik, Staat, Demokratie gemeinsam zu entscheiden haben. Vielen Dank. Wir werden darauf zurückkommen, weil unter diesem Begriff ja vieles, was jetzt in den neuen Protestbewegungen weltweit, aber auch vielleicht europaweit oder deutschlandweit zu verstehen ist, ausgelegt wird. Freiheit und Verantwortung ist ja auch das Thema des neuen Bundespräsidenten. Insofern kann man eine gewisse Deckung mit dieser Zielsetzung feststellen. Volker, was würdest du unter dem oder mit dem Begriff Demokratie definieren für dich? Also Demokratie ist für mich erstmal ein Prozess, also ein Vorgang, der in der Bildung sich ständig befinden muss. Es ist etwas Lebendiges, was sich entwickeln muss in alle möglichen Richtungen. Und ich finde, eine Grundvoraussetzung für Demokratie als Vorgang ist die Teilhabe aller mit gleichen Voraussetzungen. Also eine egalitäre Ausgangsform kann, glaube ich, nur interessant sein, um demokratische Prozesse anzustoßen, um denen nachzugehen, um Demokratiebegriffe zu untersuchen, zu erweitern. Und das ist, finde ich, das größte Problem derzeit, dass an der Demokratiedebatte, an der immer mehr teilnehmen möchten, zu viele Bedingungen geknüpft sind und zu viele unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen da sind. Und deswegen gibt es viele sogenannte falsche Demokratiedebatten, finde ich, die dazu führen, letztlich eine Form von Debatte vorzugaukeln, die dann gar keine ist, weil die Ausgangsvoraussetzungen viel zu unterschiedlich sind. Also es gibt keine wirkliche Egalität in dieser Debatte und ich finde, das ist etwas, was erstmal hergestellt werden müsste wieder, um Demokratie grundsätzlich auch mit all den Ausformen, die wir jetzt haben in unserem demokratischen System, sprich repräsentative Parteienlandschaft, repräsentative Parteien, Demokratie und so weiter, in Frage stellen zu können, diskutieren zu können. Da kommen wir sicherlich auch drauf zurück. Wenn man heute über Protest redet oder Protestbewegung oder Erscheinungsform von Protest und das mit dem 21. Jahrhundert verknüpft, ist natürlich die Frage wichtig, was war das 20. Jahrhundert und wo kommt das eigentlich her? Und am Anfang des 20. Jahrhunderts sprach man noch von Revolution. Das ist ja ein anderer Begriff, der auch anders definiert werden müsste, glaube ich. 1905 in Russland, 1917, 18 Russland und Deutschland. Man hatte dann eine Bewegung, die 68er, das alles auch in der Folge von zwei Weltkriegen. Das ist noch in Generationsreichweite. Ja. Jetzt ist man drei Generationen weiter oder vielleicht sogar vier. Und es gab dann den Abschluss des Kalten Krieges, 89 fiel die Mauer. Auch das wird als Revolution bezeichnet, schon die Frage, ob das stimmt. Aber es sind natürlich große gesellschaftliche, politische Umbrüche gewesen, die immer auch von Protesten oder Protestformen begleitet waren. Jetzt sind wir in einer Situation, dass es um ein geeintes Europa geht, es geht um Weltwirtschaft, es geht um Weltfinanzen und es geht darum, wie äußert sich der Bürger, welche Form kann er wählen, was ist überhaupt noch tragfähig. Das heißt, Frage, ich öffne das mal in die Runde, was heißt Protest eigentlich und wogegen richtet er sich heute? Also zwischen Griechenland, wo Leute ein soziales Problem haben, und Deutschland, wo es vielleicht um Atomkraft oder andere Dinge geht, ist ja ein Unterschied. Also ich würde mal so sagen, die revolutionären Bewegungen im vergangenen Jahrhundert haben sehr früh ein klares Ziel, nämlich Änderung der Machtverhältnisse und des Systems im Auge gehabt. Meistens misslungen, aber von Anspruch her. Auch heute, was man arabischer Frühling nennt, ist natürlich, hat kein anderes Ziel, als die Diktaturen abzulösen und zu demokratischen Verhältnissen zu kommen. Protestbewegungen sind sehr viel öfters auch in diesem Jahrhundert punktueller, richten sich auf eine Fragestellung. Manchmal werden von der Fragestellung aus dann genereller, zum Beispiel die Atombewegung, im letzten Jahrhundert begonnen, war ja am Anfang ganz punktuell, also die
Grün, zur Gründung der Grünen geführt hat, ganz punktuell auf die Frage Atomkraftwerke, nein, danke, hat sich dann aber generalisiert in der Ökologiebewegung, weil man die Frage gestellt hat, was heißt es für die Energieformen und so, und wurde dann viel, viel breiter. Es gibt jetzt in den letzten 10 Jahren, und das finde ich positiv, eine Protestbewegung, die sich auf die Demokratie selber bezieht. Also die mit der parlamentarischen Demokratie, jetzt mal in der Bundesrepublik, nicht einverstanden ist und selber die Frage stellt, was kann man verbessern an dieser parlamentarischen Demokratie. Und das ist die aktuelle Auseinandersetzung um Volksentscheide, um direkte Partizipation, um Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in politische Entscheidungen, vor sie getroffen werden. Das ist ja der wichtige Punkt in Stuttgart, auch mit der ganzen Stuttgart 21-Diskussion, dass wir in Zukunft Bürger einbeziehen müssen und Bürgerinnen und wollen, vor politische Entscheidungen im Parlament fallen, sodass sie qualifiziert vor Alternativen entscheiden können. Ich habe 96, das will ich kurz erzählen, im Landtag die erste Rede gehalten gegen Stuttgart 21 und hatte damals verlangt... Ich müsste jetzt immer so einen Piepton machen. Nein, das hat was mit dem Thema jetzt zu tun. Und Die Weiche ist gefährlich. Die Weiche ist gefährlich. Für mich gibt es keine gefährlichen Weichen, sorry. Und habe verlangt, Sie sollen ein vergleichendes Raumordnungsverfahren machen zwischen den verschiedenen Alternativen, also Ertüchtigung, Bahnhof, Stuttgart 21, auch diese drei Gleise unter, die der Geisel am Schluss gebracht hat, waren damals schon in Diskussion, damit Demokratie Entscheidung vor Alternativen ist. Die CDU hat es damals abgelehnt und der Widerstand jetzt hat ja um die Frage auch gekämpft, es gibt Alternativen und wie kann man die umsetzen. Und so verstehe ich, es gibt Zusammenspiel zwischen Protest und Protestkultur einerseits und parlamentarischen Entscheidungen andererseits. Je sturer, je weniger atmend, je weniger offen die Parlamente sind und die Regierungen, umso vehementer wird natürlich der Protest. Also zu den Protestformen denke ich, für mich der größte Unterschied ist der, dass soziale Gruppen von überall her inzwischen in Proteste eingebunden sind. Also das bezieht sich nicht mehr auf eine soziale Gruppe, die zum Beispiel in der Anti-Atomkraft-Bewegung ja stark aus einer bestimmten Ecke kam, sondern es ist inzwischen so, dass man in verschiedensten Ländern Menschen aus verschiedensten sozialen Gruppen, auch mit verschiedensten sozialen Hintergrund gemeinsam trifft. Also Proteste sind inzwischen größer, weiter aufgefächert und da ist für mich auch der entscheidende Unterschied in der Form, der dass das Internet dazu gekommen ist und dass über das Internet Vernetzungen inzwischen möglich sind, Protestformen auch entstehen können, die extrem schnell auch Wirkung hervorrufen können. Also wenn man mit den Organisatoren spricht, der großen Demonstrationen in den letzten 2-3 Jahren in Deutschland, die sagen, sie können innerhalb von 2 Wochen inzwischen eine Mobilität herstellen, in der früher für 1 Jahr vorgearbeitet werden musste. Und man kann selbst am Internet sich als Teil einer Protestbewegung zugehörig empfinden, ohne das Haus zu verlassen, indem man zum Beispiel eine Abstimmung macht für oder dagegen zum Beispiel, dass die Bild-Zeitung einem die Zeitung kostenlos in den Briefkasten schmeißt, was nächste Woche oder übernächste Woche passieren soll. Und schon ist man dabei in der großen Community, derjenigen, die das ablehnen, und kann sich dann dafür auch entscheiden, wohin zu gehen, wohin zu fahren. Man kann sich informieren, sehr schnell. Und das ist eine große Qualität, die weggeht von reinen Ideologien hin zu der Entscheidung zu konkreten Themen. Also ich engagiere mich für ein konkretes Thema, kann mich aber dann in 14 Tagen auch nochmal für ein anderes Thema entscheiden, ohne dann diejenigen, die sich davor für dieses Thema entschieden haben. Das finde ich eine große Kraft, die da entstehen kann. Und ich finde, das macht dann auch diejenigen, die eigentlich vorher immer Protest für sich auch beansprucht haben, Parteien zum Beispiel, immer unbedeutender. Also das ist der nächste große Schritt, der, glaube ich, jetzt gerade stattfindet. Die Rolle, die Parteien, die etablierten Parteien, in denen früher Protest aufgehoben war, spielen, wird definitiv abnehmen. Das ist jetzt schon zu sehen. Kommen wir sicher auch darauf zurück. Mal 2 Fragen an die Äußerung angegriffen. Ist es überhaupt möglich, aus einer etablierten Partei, die Grünen ja inzwischen sind, heraus zu sagen, ja, da ist ein neuer Humus, dem muss man nachgehen, oder ist das eigentlich dann gar nicht mehr möglich? Also wichtig ist vor allem, dass eine Partei versteht, welche Tools, welche Möglichkeiten, Werkzeuge sich da heute auftun. Die Parteien werden deswegen nicht überflüssig. Sie müssen, wenn sie Erfolg haben werden, darauf positiv reagieren und
diese Instrumentarien auch spielen. Ich sage mal, warum nicht überflüssig? Denken Sie an Atomausstieg. 30 Jahre politische Bewegung, ich bin wegen Atom aus der SPD damals raus und so habe die Grünen mit begründet. Immer wieder große Widerstandsaktionen. Nach Tschernobyl hatten wir gedacht, wir haben es gewonnen. Ja, die Stimmung war so, jetzt wird abgeschaltet von wegen, wir haben es überhaupt nicht gewonnen. Es gab immer Bewegung, mal waren sie sehr schwach über viele Jahre, also haben sich ganz auf Vorleben konzentriert, dann wurden sie wieder stärker. Aber am Ende die Umsetzung, dass wir jetzt wirklich aussteigen, dazu hat es immer Parteien gebraucht, die dies auch in den Parlamenten und exekutiv umgesetzt haben. Es war übrigens der jetzt bei manchen hier viel geschmähte Winfried Kretschmann, der 14 Tage nachdem die Grünen hier in die Regierung kamen, im Bundesrat gegen die Frau Merkel, die es anders wollte, durchgesetzt hat, dass schneller ausgestiegen wird aus der Atomkraft. An dem Beispiel können Sie sehen, 30 Jahre immer wieder Bewegung, Protest, Widerstand, Wackersdorf, Brockdorf, Wien, wo auch immer. Und dann ist ja aber auch eine, bitte? Der entscheidende Schritt ist ja dann aber von einer anderen Partei gezogen worden. Naja, glauben Sie denn, also Frau Merkel, das halte ich für völlig falsch. Frau Merkel hat 2010 die Laufzeiten ja verlängert. Das war ihr Konzept. Dann kam Fukushima und sie haben Panik bekommen, dass sie keine Wahl mehr verlieren können, wenn sie an der Atomkraft festhalten. Und dann, ja, so war es. Ich war ja im Bundestag dabei. Und dann musste aber dazu kommen, dass es in dem Fall über den Bundesrat entschlossene Kräfte gibt, die sagen, wie der Ausstieg wirklich geht und dass es nicht so ein Pseudo-Ausstieg gibt, da muss man, jetzt schalten wir mal ein oder zwei ab und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir ja einen richtigen Ausstieg, der dauert über Jahre und jetzt muss man einsteigen, aber es ist ein Erfolg, das ist ja nur meine These, in Verbindung von Protestkultur und den richtigen Parteien und der Bundesregierung. Ich würde das genau andersrum beschreiben, weil ich finde gerade das, dieses Thema Atomkraft ist ein Beweis dafür, dass es genauso nicht funktioniert. Deshalb, ich glaube, dass langfristig sie nicht überflüssig werden oder abgeschafft werden. Parteien sind Quatsch, das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber ich glaube, sie werden unwichtiger, sie werden uninteressanter für viele Menschen. Und zwar, ich würde es am selben Thema mal versuchen, anders zu formulieren. In den 70er Jahren gab es eine extrem starke Anti-Atomkraftbewegung, die hat nichts mit der Partei zu tun gehabt, die fand auf der Straße statt. Die hat relativ viel erreicht schon in den 70er Jahren, da gab es noch gar keine Grünen. Als die Grünen sich dann konstituiert haben, war der Gründungsmythos, der Konsens für die Grünen, also die Basis, gegen Atomkraft zu sein, damit hat er angefangen. Und als die Grünen dann an der Macht waren, wurde von den Grünen dazu geraten, an Atommüllprotesten nicht teilzunehmen. Das war das fand damals statt, also wurde sich von Herrn Tretin zum Beispiel, wenn ich an bestimmte Reden, ganz stark von bestimmten Protestformen distanziert, weil ein Atomkonsens geschaffen werden musste mit der SPD, der inzwischen, der dann damals so viele Möglichkeiten bereitgestellt hat, dass man doch Laufzeiten mit dem Trick der Verlängerung der Verlängerung der Zeiten, Verschiebung von bestimmten Programmen auf andere Atomkraftwerke dazu geführt hat, dass die Atomkraftwerke nicht so schnell abgeschaltet werden sollten, wie ursprünglich im Wahlkampf angekündigt. Und da gab es eine deutliche Distanzierung der Grünen von den Protesten, die es damals in Norwegen gab. Bis dahin, dass Herrn Tretin Grün angedroht wurde, falls er nochmal erscheinen sollte an diesem Ort. Jetzt ist es so, die Grünen sind jetzt wieder in der Opposition im Bund. Jetzt wird dann in der Nähe zumindest der Transporte, werden dann Interviews gegeben und es wird sich versucht, mit diesem Protest zusammenzutun. Gleichzeitig wird aber davor abgeraten, schottern zu gehen, in der Bild-Zeitung zum Beispiel von Claudia Roth. Und das sind so Sachen, das ist nicht mehr glaubwürdig. Das politische System funktioniert ja darüber, dass Positionen formuliert werden. Und dann ist die Frage, wie sind sie politisch umsetzbar? Und ja, die Regierungsverantwortung steht ja nicht immer deckungsgleich mit dem, was man als Programm. Ja, wenn man sagt, gegen Atommüllendlager protestieren, wenn man an der Regierung ist, ist nicht gut. Und wenn man nicht an der Regierung ist, dagegen zu protestieren und zu sagen, jetzt ist das gefährlich. Machen andere Parteien aber auch. Ja, aber es ist nicht glaubwürdig. Darauf will ich ja hinaus. Es ist nicht glaubwürdig. Ja. Sorry, aber die Beschreibung, die Sie gerade geliefert haben von dem ganzen Atomprozess, stimmt in vielen Details auch im Grundzug nicht. Es war ja 98. die rot-grüne Regierung, die mit einem gewissen Widerstand bei der SPD, aber am Ende doch einen Atomausstieg organisiert hat. Langsamer als der jetzt, aber immerhin
finito mit der Atomwirtschaft und das erneuerbare Energiengesetz. Diese ganzen Prozesse, die du ja brauchst für den Ausstieg, wurden da durchgesetzt. Das ist immer Spannung mit der Bewegung. Das ist ja exemplarisch. Die Bewegung war an manchen in Gornik nicht einverstanden und da gab es Reibungen. Da haben Sie recht, aber die rot-grüne Regierung hat natürlich den Punkt, dass man aussteigen kann und will und einsteigen in neue Energieformen möglich gemacht. Und erst Schwarz-Gelb hat es zurückgefahren. Was mir nicht passt, ist sozusagen, dass man wortreich, wie Sie gerade, die Kritik an Rot-Grün vorträgt, aber die richtig scharf die Atomkraft immer betrieben haben und ich sage Ihnen immer noch weiter wollen. Ich spüre in Berlin, dass die den Einstieg in die neuen Energien nicht vollziehen, richtig, nicht gescheit machen, dass man die sozusagen völlig außen vor lässt und sich die Frage stellt, ja, was hätte damals Trittin im Jahre X, Y und Z noch anders machen können? Also die Frage, wir müssen über die gar nicht reden, weil wir haben ja gerade eben geredet über die Wirksamkeit von Protest innerhalb von Etablierten. Ja, aber Sie haben abgeladen, weit nebenbei. Weil das ja genau der Punkt ist, der ich finde, die Grünen in dieser Frage unglaublich machen. Wenn man sich das anschaut, wie dieser Atomkonsens aussieht, um jetzt nicht über Details zu reden, Atomkonsens, es gibt Leute, die behaupten, es war keiner, es ist eine Mogelpackung gewesen, dieser Atomkonsens. Da so viele Zugeständnisse an die Atomkraftwerkbetreiber gemacht wurden, dass man von einem Atomausstieg gar nicht mehr reden kann, weil man sich mit der SPD und mit den Atombetreibern natürlich einigen musste. Und die Frage ist ja, glaubt man das noch? Denkt man als Bürger, und da kommen wir noch auf das Thema wieder zurück, in Bezug auf Protest, dass man da noch aufgehoben ist als jemand, der protestiert? Oder möchte man eher sagen, ich bilde ein außerparlamentarisches Bündnis, ich ziehe mich zurück von den Parteien, da die mich auf eine bestimmte Art und Weise immer nicht vertreten werden, weil sie zu große Kompromisse machen müssen, engagiere mich außerparlamentarisch. Das ist etwas, was gerade derzeit sehr stark debattiert wird und was das Wesen eigentlich auch, finde ich, das wirksamen Protestes ausmacht, das außerparlamentarische Engagement und nicht das darauf setzen, dass die etablierten Parteien jetzt das dann schon machen werden. Jetzt sind wir am spannenden Punkt. Es gibt für breite Protestbewegungen, wie wir es jetzt auch mit im Netz und so weiter haben, eine Fragestellung, die finde ich wirklich wichtig. Entweder führt es zu einer Schwächung des parlamentarischen Systems, nach dem Muster brauchen wir eh nicht den Scheiß, wollen wir eh nicht. Oder es führt am Ende des Tages zu einer Stärkung echter Demokratie und damit zu einer Reform und Verbesserung des parlamentarischen Systems. Zwischen den beiden Sachen, die muss man klar im Auge haben. Weil Parlamente, dass in Parlamenten entschieden wird nach dem Mehrheitsprinzip von den Leuten frei gewählt, ist ja historisch betrachtet. Und mal nicht vergessen vor lauter Fröhlichkeit, ist ja historisch betrachtet eine riesige Errungenschaft. Die arabischen Völker kämpfen darum, dass sie sowas bekommen. Übrigens, die Protestkultur in Ägypten muss man sich genau anschauen. Der Protest hat so Erfolge gehabt mit dem Instrumentarium, wie Sie beschrieben haben. Wer kommt jetzt danach und hat die Mehrheiten? In Ägypten die Muslimbruderschaft, also radikale Islamisten, die am besten organisiert sind, weil sie schon eine Partei waren oder weil sie eine religiöse Gemeinschaft waren. Und das ist ein Punkt, auf den uns auch ankommt. Also mir ist wichtig, man muss darauf achten, dass die Demokratie als Ganzes mit Protestbewegungen nicht geschwächt wird, sondern gestärkt wird. Und da gibt es eine Scheidelinie, wo jeder überlegen muss, wenn man so über Politik ablässt, was ich nachvollziehen kann, ob er diesen Blick im Auge hat, Demokratie darf nicht geschwächt werden, sondern muss erneuert, gestärkt, wie auch immer Sie das sprachlich nennen wollen. Meine zwei Gedanken dazwischen. Wir beide sind ja parteilos, sind deshalb jetzt hier in der Mehrheit, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht mehr über eine Partei sprechen. Die Frage, gibt es überhaupt eine kompromisslose Politik? Volker, würde ich an dich weiterreichen. Und zu den Aspekten dieser medialen Vernetzung, zu dem Thema, vielleicht auch noch ein Gedanke, also das war, als es vor einem Jahr in Nordafrika diese Umstürze gab, natürlich auch in der Diskussion hier, und ich habe immer gesagt, es ist sehr leicht, via Internet eine Bewegung auf die Straße zu kriegen und einen 15-Jährigen mit einer Kalaschnikow auf dem Panzer, ich kriege den nur via Internet dort nicht mehr runter. Also ich denke, es gibt Politik, ist natürlich, das wissen wir alle, es gibt
ist ja ein berühmtes Zitat, das Handwerk des Kompromisses, das ist ja auch nicht schlimm. Ich würde mich nur dagegen verwehren, wenn Sie sagen, ich traue grundsätzlich auch Politik ein, das tue ich überhaupt nicht. Ich kenne sehr viele, sehr interessante, auch in Baden-Württemberg, Mitglieder Ihrer Partei, mit denen ich sehr gute Gespräche geführt habe, die ich auch als sehr glaubwürdig erachte. Da fängt für mich aber das Problem an, und deswegen würde ich es versuchen, auch gerne sehr präzise zu beschreiben. Das Problem fängt da an, wo eine Glaubwürdigkeit von einer persönlichen Figur, wie zum Beispiel Herrn Kretschmann, letztlich dazu genutzt wird, um eine große Mehrheit von Menschen davon zu überzeugen, dass sie von ihm repräsentiert werden, in einer bestimmten Frage. Ja? Das war ich ein Thema, Stuttgart 21. Und die Erfahrung, die Menschen, und das ist das Konkrete, was hier gerade passiert, die Erfahrung, die Menschen hier gerade in Stuttgart machen, ist die, ich spitze es mal zu, weil wir haben das Handwerk der Zuspitzung im Vergleich zum Handwerk des Kompromisses. Ich habe das Handwerk des Ausgleichs. Das Handwerk der Zuspitzung. Wenn man zuspitzt, kann man sagen, dass die Grünen mit dem Widerstand, ich habe mit Herrn Kretschmann, mit Herrn Herrmann, mit den ganzen Leuten ja oft auch Reden gehalten, wir haben ja zusammen auch teilweise Dinge vorbereitet, Veranstaltungen durchgeführt, dass die den Widerstand, die Protestbewegung in dieser Stadt, die eine sehr breite ist, auf bestimmte Punkte hingelenkt, die sich jetzt alle als Mogelpackungen herausgestellt haben. Das ist nicht so. Ich habe zwei Wochen vor der Volksabstimmung zwei Politiker Ihrer Partei gefragt, Leute, glaubt ihr da ernsthaft dran? Ihr plakatiert Volksabstimmung, ihr wisst doch ganz genau, dass man sie gar nicht gewinnen kann. Ihr wisst doch ganz genau, dass die Protestbewegung viel weniger Geld hat als die Gegenseite. Warum veröffentlicht ihr 14 Tage vorher nicht über das Verkehrsministerium Studien, die besagen, dass ein Kapazitätsabbau des neuen Bahnhofs letztlich da ist, was ein Riesenargument gewesen wäre für die Bewegung? Und warum passiert das alles nicht? Ausreichende Antworten, wir können, die Hauptantwort war die, wir können mit der SPD nicht koalieren, wenn wir diesen Weg der Volksabstimmung nicht gehen. Wir haben alle gewusst, dass wir da gehen. Wir mussten koalieren mit der Volksabstimmung. Bildet sich für mich das Riesenfragezeichen in Bezug auf repräsentative Demokratie, weil dann funktioniert sie nicht mehr. Wenn ich vor der Volksabstimmung der sogenannten stark gegen Stuttgart 21, vor der Wahl eigentlich schon, gegen Stuttgart 21 polemisiere, arbeite als grüner Politiker und danach dann sage, das Thema ist erledigt, der Widerstand ist beendet, ich möchte darüber jetzt nichts mehr hören, da ist, haben Sie ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem und haben eigentlich sagen, die, wenn man genau hinschaut, gab es bei der Kommunalwahl in Stuttgart 2009, aber auch bei der Landtagswahl 2011 immer in den Parlamenten eine Mehrheit für Stuttgart 21. Und zwar eine fette aus SPD, CDU, FDP und im Gemeinderat noch Freie Wähler. Und in der Situation war natürlich das öffentlich Verbreitern des Themas in der Schlichtung und auch nach der Wahl eine Volksabstimmung der einzige Weg, den wir gehen konnten, um aus dem rauszukommen. Denn die Mehrheit im Parlament war für dieses Projekt. Mal ganz ernst gesagt, die Alternative nach der Landtagswahl wäre gewesen, entweder die Partei Die Grünen geht mit der SPD diese Volksabstimmung als Versuch des Landes, den Landesanteil an Stuttgart 21 doch noch aufzukündigen, oder wir gehen in die Opposition. Und da muss ich aber sagen, nach 60 Jahren CDU, wenn wir da gesagt hätten, jetzt gehen wir in die Opposition, es gab ja noch andere Themen, wie Energiewende, also da hätten alle mit dem auf uns gezeigt, als Irrsinn, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt die CDU in die Opposition zu schicken, dann zu sagen, ach, da machen wir es lieber nicht und gehen nicht in das schwierige Verfahren mit der SPD. Sie müssen, das heißt auch Parlament, immer auch die gesamten politischen Fragestellungen im Auge haben. Was passiert bei der Bildung? Was passiert in der Kindererziehung? Was passiert beim Atomausstieg? Was passiert in der Verkehrspolitik generell? Und können nicht nur sagen, diese eine Frage ist es jetzt, die entscheidet, ob wir in die Regierung oder Opposition gehen. Es ist allein ein politischer Wert in diesem Land. So lange sind Sie noch nicht hier, aber Sie werden sicher wissen, dass die CDU endlich mal in die Opposition geschickt wurde. Und deswegen habe ich Als Politiker ist absolut als vernünftiger Mensch.
Politik, also nicht voneinander zu trennen, in dem Fall. Ich würde mich auch als vernünftigen Menschen bezeichnen, eben aber nicht als Politiker. Und ich würde sagen, das genau, da geht es zentral drum, um die Fragestellung des heutigen Themas. Ist das Parlament überhaupt noch dazu in der Lage, irgendetwas in Bezug auf diese Proteste mit hinzugestalten? Das würde ich nach dieser Erfahrung, die wir hier gemacht haben, verneinen. Man könnte nämlich die Hypothese im Nachhinein aufstellen, wenn man den Grünen da nicht gefolgt wäre, die Schlichtung anzunehmen, was ein Vorschlag von Herrn Kretschmann war, was sich als Mogelpackung herausgestellt hat, die Wahl nicht so zu befeuern, was vielleicht dazu geführt hätte, dass die Grünen in der Opposition noch wären, wo ich sie persönlich lieber sehe, weil sie stärker sind in der Opposition als in der Regierung, das ist meine persönliche Meinung. Wenn wir den Grünen nicht gefolgt wären in Bezug auf Volksabstimmung, dann hätte es sein können, dass diese Widerstandsbewegung auf der Straße gegen das Parlament dieses Projekt zum Fall gebracht hätte. Und dafür gibt es genug Beispiele. Diskussionspunkt der Zeit, wenn man mit den Grünen nicht zusammengearbeitet hätte und die Energie verwendet hätte in den Boykott einer Volksabstimmung und vermittelt hätte, warum man diese Volksabstimmung boykottiert, die man gar nicht gewinnen konnte, weil sie von ungleichgewichtigen Voraussetzungen ausgegangen ist, wäre das stärker gewesen und die Widerstandsbewegung wäre nicht so an dem Punkt, an dem sie jetzt ist. Man könnte zugespitzt sagen, die Beteiligung der Grünen am Protest hat die Widerstandsbewegung in Stuttgart geschwächt. Das könnte man so sagen. Ich finde, dass man Volksabstimmungen, in der ich eine positive Erweiterung der Demokratie sehe. Sie fehlt es, glaube ich auch. Ja, ich kann aber zum Instrument von Volksabstimmungen nicht so ein Verhältnis haben, da muss die passen mir nur, wenn sie richtig ausgehen. Wenn sie fair ist, das unterstellen Sie mal. Ich habe gesagt, wenn sie fair ist, Sie bekommen auch, wenn Sie eine Wahlveranstaltung machen. Man muss bei Stuttgart 21 schon sehen, wo man stand unter der schwarz-gelben Seite. Schwarz-gelben Regierung. Sie hatte in einem langen Prozess alles beschlossen, ging durch alle Parlamente durch, die Bahn hatte das Baurecht in den wichtigen Punkten. Ich bin in allen Arbeit einig. Also, einige stehen ja noch aus. Lass uns von dem Punkt auch zu einem anderen. Ja, der ist aber mit das Argument, möchte ich noch fertig sagen. Und als die Wahl war, ging es nur um die Frage, ob man über die Volksabstimmung aus der Landesbeteiligung wieder rauskommt. Nicht mehr und nicht weniger. Das wäre ja was anderes gewesen, wenn das noch gar nicht beschlossen worden wäre. Deswegen ist meine wichtige Botschaft auch, in Zukunft muss es Volksentscheidungen geben, vor Punkte beschlossen werden und zwischen Alternativen. Nicht gehst du aus etwas schon raus, was die schon beschlossen haben, sondern wie wollen wir den Bahnhof haben, Alternative A gegen Alternative B abzustimmen. Dahin müssen wir kommen und dann ist das Instrument Volksabstimmung ein sehr wichtiges demokratisches Instrument, nicht so mit dem man gestalten. Ja gut, ich habe gesagt, natürlich muss eine Volksabstimmung gemacht werden, das waren ja unsere Argumente die ganze Zeit, also indem sie uns ja das Wort aus dem Mund, aber sie muss fair sein. Eine Volksabstimmung ist nicht fair, wenn die Gegenseite 10-mal mehr Geld zur Verfügung hat. Sie ist nicht fair, wenn die Argumente nicht vermittelt werden können und sie ist nicht fair. Eine grün-rote Regierung nicht in dem Maße aufklärt, wie sie es hätte tun müssen. Gestellt am Anfang des Gesprächs, ich muss nicht lange nicht tief sagen. Ich würde gerne mal auf ein anderes Level kommen, weil spannend ist allemal, dass wir hier vor Ort in der Stadt diese Dinge hautnah diskutieren und auch feststellen, was funktioniert und was funktioniert vielleicht nicht. Damit wir jetzt da aber nicht festgehen, selbst wenn man es jetzt mal auf Bundesebene anhebt, ja, kann Politik überhaupt fair sein? Das sind so Begriffe, die sich jetzt hier ableiten lassen. Und wie ist es, ich will das jetzt nicht verallgemeinern und zulässig, aber wie ist es überhaupt in einem politischen Gesamtzusammenhang zu sehen? Vereinigtes Europa? Fragezeichen. Es gibt viele Probleme, die sich in den Ländern ähneln. Trotzdem ist es was anderes, wenn in Griechenland Leute auf die Straße gehen und sozusagen sogar vor Gewalt nicht zurückscheuen oder die anwenden müssen, wie man will, um sich dort ein Wort zu verschaffen. Oder in Frankfurt von der Bank Occupy 25 Zelte aufbaut. Wie ist denn das zu bewerten? Das heißt, es gibt ja ablesbare Formen,
Erscheinungsform dieses neuen Protestes? Und wie ernst ist das zu nehmen? Das heißt also, wohin könnte sich das Ihrer, deiner Meinung nach weiterentwickeln? Oder ist die Parteienlandschaft, sind die politischen Systeme dann noch stärker? Werden die das am Ende schlucken? Also ich will gerne anfangen, ich will gerade nicht so, wer anfängt hin und her spielen. Ich mag den Begriff, ob Politik, also fair sein kann, nicht besonders. Fair ist ein Wort, das ich so aus der Sportwelt eher kenne. Politik muss gerecht sein. Sie muss dafür sorgen, dass Gerechtigkeit in der Demokratie stattfindet. Das ist immer ein Suchbegriff, weil sie das nicht wirklich tut. Also zum Beispiel die Finanzmarktkrise wird gegenwärtig von Steuerzahlern bezahlt und nicht von den Vermögen. Gerecht wäre, wenn man eine Vermögensabgabe hätte, aus der raus die Kosten der Finanzmarktkrise finanziert werden. Sie machen so, ich meine, das ist so. Es ist immer alles. Ich kann ja Ihnen nicht an der Nase absehen, was Sie alles wissen. Und ich sage jetzt mal einfach, was ich denke. Und es gibt einen Punkt, warum, ich bin nochmal zu dem systematischen Problem zurück, warum man auf Parlamenten und diesen Ausgleich und das, was eher so halb abschätzig Kompromissverfahren genannt hat, warum man das braucht, das hat folgenden Grund. Die verschiedenen Interessen müssen etwa im Staatshaushaltsplan, wofür gibt der Staat Geld aus, ja in ein vernünftiges Verhältnis gesetzt werden. Übrigens die schwierigste Kunstgute parlamentarischer Politik ist die Frage, wie viel geht in den Sozialbereich, wie viel geht für Investitionen im Bildungsbereich, wie viel geht für Verteidigungspolitik. Also diesen Ausgleich, den schaffen Bewegungen übers Internet natürlich nicht, weil sie immer in einfachen Entscheidungen stehen, willst du dies, ja oder nein, oder willst du dies bei den Bürgerhaushalten, gibt es ja Bürgerhaushaltsverfahren, da wird auch immer in einfachen Alternativen entschieden. Aber die Gesamtverantwortung ist in einem System wie im Parlamentarismus, wo gewählt wird, wo Delegierte gewählt werden auf Zeit, die dann auch wieder abgewählt werden können, am besten aufgehoben. Also diese Tools vom Internet, das halte ich für alles vernünftig. Die Technik, wie man zu Entscheidungen kommt, wie man Meinungen einholt, wie man diskutieren kann, ist eine richtige Bereicherung der Politik. Das haben wir ja alles. Ja. Und das erleben wir ja seit Jahrzehnten. Aber Sie reden jetzt so, als ob es diese Skepsis und diesen Unmut gar nicht gäbe. Der ist aber sehr, sehr verbreitet in ganz Deutschland, dass man eben diesem Modell, welches Sie da gerade beschreiben, nicht mehr traut, sich entmutigt fühlt, eine Stimme für eine Partei abzugeben, die dann danach dann nicht ansatzweise das einlöst, was sie vorher besprochen hat, um an die Macht zu kommen. Also das sind Erfahrungen, die man macht. Also die macht ja jeder von uns. Also man gibt eine Stimme ab und wird danach nicht mehr repräsentiert. Deswegen ist doch diese Protestbewegung überhaupt entstanden. Es ging ja am Anfang auch eine Alternative folgen. Ja, ist das in dieser Breite überhaupt fähig, zur Entscheidung vorzudringen? Ich kann das alle gelten. Weil es geht ja letztlich gar nicht um den Bahnhof. Es geht natürlich um den Bahnhof, der völlig sinnlos ist. Aber es geht ja letztlich um mehr. Es geht ja darum, diese Debatte. Wie weit kann eine außerparlamentarische Kraft gebildet werden, die mehr erreichen kann, die mehr Leute vertritt und die politisch wirksamer ist, als das, was Parteien bisher machen? Das ist ja gerade der Kern der Debatte. Und da würde ich sagen, würde ich nochmal eine inzwischen starke Fraktion, wir Gedanken kann zumindest diese Fraktion vorstellen in den außerparlamentarischen Widerstandsbewegungen, die bestimmte demokratische Modelle in Frage stellen, die einen Schritt weitergehen, die also sagen, wir haben jetzt hier eine Bankenkrise. Jetzt reden alle von der Bankenkrise. Und sagen, die Krise ist dann schuld, das klingt so ein bisschen wie ein Naturphänomen. Da kam die Bankenkrise und dann schiebt man es auf die Banker. Jetzt, wo kommen die Banker denn her? Die Banker kommen doch, haben doch Kontakt mit Politikern von den Grünen, von der SPD, von der CDU, die ja mit ihnen zusammen auch in Aufsichtsräten sitzen. Das ist doch alles miteinander verwoben. Es ist doch so, dass man durchaus an bestimmten Bereichen auch den Kapitalismus in seiner jetzigen Form, die Demokratie in seiner jetzigen Form in Frage stellen muss. Soweit muss die Diskussion doch gehen. Es reicht doch nicht nur, an den Symptomen rumzumachen und die Kritik am Kapitalismus läuft seit mindestens 10 Jahren. Kapitalismus, ja? Ja. Also das ist ja auch keine neue Diskussion, das muss man auch klar sagen. Es hat das aber zutage gefördert, denn inwiefern sind Erscheinungsformen, das wäre ja auch nochmal meine Frage gewesen, die sich jetzt ablesen lassen, da ist jetzt Stuttgart das eine, das ist lokalisiert, dann gibt es aber auch politisch, anders politisch motivierte Protestformen in der Lage,
in dieses politische System, wie es in Deutschland, in Abwandlung, starke Abwandlung zwar, aber eigentlich dann mehr Parteien-Sinne in ganz Europa angewandt wird, überhaupt fähig? Also ich will mal sagen, ich habe eigentlich keinen Bock, die Diskussion zu führen, entweder bist du fürs Parlament oder bist du für den Protest. Weil so ist ja die Wirklichkeit nicht. Ich bin für beides. Ich bin dafür, dass Bürger protestieren, ihre Meinung sagen, vor dem Parlament, in Protestbewegungen. Und ich will ein Parlament, das dieses aufnehmen kann und umsetzen kann. Und selbstverständlich finden in Parteien, zum Beispiel in meiner Diskussionen statt, was muss ich am Wirtschaftssystem generell ändern. Selbstverständlich brauchen wir Regeln für die Finanzmärkte, die bestimmte Arten der Spekulation unterbinden. Punkt. Und so gibt es ganz viele Beispiele, auch zum Beispiel in soziale Fragen, gesetzlichen Mindestlohn, unter den niemand fallen kann, wird im Bundestag entschieden. Und verstehen Sie? Und es gibt Bewegungen, die kämpfen für einen gesetzlichen Mindestlohn. Das ist schon klar. Ich habe für die Debatte mit Brigitte Rösch, habe ich natürlich auch schon über all diese Themen geredet, sind wir uns auch alle einig. Nur das Problem ist, es hat keine Konsequenzen. Das stimmt doch nicht. Es hat hier gerade in Stuttgart, was das Weichenthema betrifft, keine Konsequenzen. Und zwar auf eine sehr fatale Art und Weise keine Konsequenzen. Es ziehen sich Politiker, die in der Regierungsverantwortung stehen, auf einmal völlig zurück. Man findet sie weder auf Veranstaltungen noch in irgendwelchen öffentlichen Diskursen mehr. Grün-Roten Regierung gibt es Punkte, das heißt aus unserer Sicht, wo wir nicht mal richtig weitergekommen sind, aber es gibt viel, zum Beispiel mit dem Volksentscheid 121, aber es gibt viele Punkte, wo sich das Land verändert hat. Das Land hat viel getan für die Kindergärten, es waren neue Kinderbetreuungsplätze gebaut, es wird in die Energiewende eingestiegen, es wird aus dem Atom ausgestiegen, es ist doch alles, man muss doch die Erfolge und die Misserfolge in Verhältnis setzen und gar nicht, wie Sie es jetzt hier machen, hergehen und sagen, ich sage dir jetzt mal ein paar negative Sachen und fälle dann das abschließende Gesamturteil gegen diese Regierung. Wollen Sie denn eine schwarz-gelbe Regierung wieder in Stuttgart haben? Ist das die Sehnsucht, wenn die Diskussion? Nein, aber ich möchte eine rot-grüne Regierung haben, die zu ihrem Wahlversprechen steht. Das möchte ich haben. Ja. Dass sich die politische Kultur in Baden-Württemberg verändert hat, dass es mehr Bürgerbeteiligung gibt und dass sich eine Kultur verändert hat. Diese Ankündigung wurde gemacht und das müssten Sie mir zugestehen, dass ich das behaupte, als jemand, der hier lebt und der viel Kontakt in der Stadt hat. Ich würde behaupten, die Kultur in Baden-Württemberg, die politische, hat sich seitdem grün-rot dran ist, nicht wesentlich verändert. Die Bürger, die sich engagieren und engagieren wollen, sich zu wenig selber organisieren? Also in Stuttgart gibt es eine so lebendige politische Kultur inzwischen und so viele Organisationsformen inzwischen, die aus dieser Protestbewegung entstanden sind und die diese Protestbewegung auch weiterführen, dass ich gerade sagen würde, es sind teilweise Verzweiflungsvorgänge, die da stattfinden, weil man die Unterstützung von denen nicht mehr hat, die sie vorher vorgegeben haben. Also ich finde gerade das Gegenteil ist der Fall. Deswegen würde ich sagen, der Weg liegt außerhalb der Parlamente her. Dann ist doch der Antrag eigentlich an das parlamentarische System, helft uns bitte, damit wir als Protestbewegung salonfähig werden. Nee, dass wir als Protestbewegung nicht salonfähig werden, sondern dass wir als Protestbewegung zumindest an den gemeinsam formulierten Punkten weitermachen können. Wenn ein Ministerpräsident Kretschmann im Februar ankündigt, dass man ein Buch offiziell von einer Bühne, von der Bahn sagt, dass es keine Eingriffe geben darf im Park, sonst wo, wenn Bauabschnitte nicht planfestgestellt sind auf den Filtern. Und es immer noch nicht geschehen ist und er trotzdem aber sich dafür engagiert, dass das passiert, was jetzt gerade hier passiert, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann hat er die Bau nicht passiert. Die Regierung, also es gäbe jetzt weniger Partizipation als vorher, nicht stimmt. Ja, das sehe ich nicht so. Die Regierung ist jetzt ein Jahr im Amt und es gibt viele Beispiele, wo dies jetzt aufgebaut wird. Da müssen Sie natürlich über die Zukunft reden. Ich meine, also vieler Dialog ist natürlich ein Punkt, dass da jetzt erstmal die Bürgerbeteiligung stattfindet. Ist ja besser, es findet statt, als es findet nicht statt. Und ich sage Ihnen für Stuttgart, die Stadt Stuttgart wird es wesentlich darauf ankommen, dass bei künftigen großen Fragestellungen vorher eine Bürgerbeteiligung und vielleicht ein Bürgerentscheid stattfindet. Ich habe zum Beispiel letzte Woche vorgeschlagen, dass die Frage, wie die Netzentscheidung bei Strom und Gas geht,
in der Stadt Stuttgart in einem Bürgerentscheid und in einem Bürgermediationsverfahren vorher geklärt werden muss. Also wenn eine neue Bewegung drankommt, die sich Partizipation auf die Fahnen geschrieben hat, erlöscht, dann muss man schon die machen lassen und für die zukünftigen Projekte diese Bürgerbeteiligung und Partizipation öffnen. Was nicht geht, ist, dass man sagt, wir beweisen, dass wir das gar nicht wollen an Projekten, die schon beschlossen waren in der Regierung. Dann nehme ich ein anderes Projekt. Verkauf der NBW-Wohnungen, gerade vor einem Investor, gegen einen Vorschlag des Gemeinderats. Und da ging es um die lächerliche Summe von 30 Millionen Euro dieser Geschichte. Das ist eine Entscheidung, die jetzt mit Billigung von Mitgliedern der rot-grünen Landesregierung im Aufsichtsrat mit Württemberg wurde. Da ist die Frage, wo ist da die Bürgerbeteiligung? Was ist das jetzt wieder für ein Punkt? Das ist genau das Gleiche, hätte genauso gut unter einer CDU-FDP-Regierung lassen können. Eine Bürgerentscheidung, die man da hätte machen können oder machen müssen, sondern ich halte es einfach für eine falsche Entscheidung, die Grün-Rot da gemacht hat. Das ist eine Schwäche der repräsentativen Demokratie, das ist eine Schwäche des parlamentarischen Systems. Also sowohl das parlamentarische System als auch Bürgerentscheide können falsch entscheiden, nach meiner politischen Meinung. Glauben Sie denn, dass ich in der Schweiz die Entscheidung gegen den Bau von Minaretten, die in der Volksentscheidung getroffen worden ist, dass ich die gut finde, nur weil es eine Volksentscheidung war? Also die Bürger können falsch entscheiden, deswegen ist der spannende Punkt, ja, die Qualität, wie die Argumente aufbereitet werden, ehe es zu Entscheidungen kommt. Das heißt, eine Entscheidung bei der Welt. Ich würde lieber gerne persönlich in Form von direkter Demokratie, von Möglichkeiten mehr zu partizipieren als Bürger, würde ich persönlich lieber gerne öfters falsch entscheiden, als mir ständig falsche Entscheidungen von Politikern vorsetzen zu lassen. Damit wir jetzt nicht in Demagog verfallen. Das heißt also, wenn jede grundsätzliche Entscheidung von einem getroffen wird, bedeutet es ganz einfach, dass alles auch viel länger dauert. Und du kannst jetzt sagen, du würdest so einen Fehler dann gerne auch mal mittragen. Wie ist das dann politisch kommunizierbar? Das sind ja die interessanten Anschlussfragen, ja, die aus diesem basisdemokratischen Verständnis herauswachsen. Und ich will nochmal sagen, nicht um irgendwas hier zu stoppen. Es gibt in Stuttgart Erfahrungen. Hier sind Dinge aufeinander geprallt und die liegen ungelöst vor. Ich glaube auch nicht, dass sich an vielen Stellen die Verbindung so einfach wiederherstellen lässt. Geht man aber mal ein Stück auf Distanz, ist das ja auch eine Erfahrung, die gerade in der Diskussion, das wäre mein Wunsch gewesen, zu etwas führen kann. Wir sagen, wir haben hier aus einem Anlass heraus über 2 Jahre politisch etwas vorgefunden, mitbetrieben, registriert, was es in anderen Städten in Deutschland so nicht gegeben hat. Aber was leitet sich jetzt daraus ab? Ja? Wenn man jetzt mal die Vorwurfsdebatte fallen lassen würde, ja? Was wäre denn eine Anknüpfung aus einer basisdemokratischen Haltung heraus in ein politisches System hinein oder aus einem politischen System hinaus in eine basisdemokratische Bewegung hinein? Das würde mich interessieren. Würde ich gerne meine Meinung dazu sagen. Ich halte die Stuttgart 21 Bewegung als im Kampf für eine soziale und kulturelle Bewegung nach dem Muster, die Belange der Stadt gehen uns selber an und das wollen wir nicht einfach nur delegieren. Und da gibt es für die Zukunft, jetzt rede ich wirklich über die Zukunft, zwei Möglichkeiten. Entweder das verfällt in Fatalismus oder Resignation, die negative Möglichkeit, oder diese Energien wenden sich nicht weg von Stuttgart 21, aber zusätzlich zu anderen schwierigen Punkten in dieser Stadt. Übrigens, wenn wir einen Fehler gemacht haben, ich sage wir, weil ich immer gegen Stuttgart 21 war, dann war es, dass wir zu viel über Verkehrspolitik und zu wenig über städtebauliche Entwicklung und was man da macht, im Herz der Stadt und Bauwesen. Ich wünsche mir eigentlich, oder ich wäre jedenfalls dabei, wenn diese Bewegung sich zur Frage stellt, wie wollen wir in dieser Stadt leben, wollen wir akzeptieren, zum Beispiel bei der Feinstaubbelastung, dass die Menschen, die an den vielbefahrenen Straßen wohnen, die Luft nicht kennen? Sag mal Piep. Das ist okay. Wollen wir bei dem Thema bleiben? Ja, aber man kann bei Feinstaubbelastung nicht Piep sagen. Das ist der Stadt und da muss man sich denken. So meine ich nicht mehr.
Gut, aber das, was Sie gerade formulieren, ist auch das, was stattfindet. Also es ist ja nicht so, dass diese Kraft, diese Energie, die dieser Stadt da entstanden ist in den letzten Jahren, dass es jetzt vorbei ist. Wir sind auch natürlich auf dem Sprung, wenn die ersten Fehler gemacht werden von der Bahn, die natürlich kommen werden. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es niemals diesen Endpunkt erfahren wird, der da geplant ist. Aber dass die Kraft, die jetzt da ist, sich jetzt aufspannt, sich jetzt auch öffnet in größere Themenfelder, auch Anbindungen an andere Formen des Widerstandes, des Protests in Deutschland sucht und auch findet. Und das ist etwas, was derzeit auch passiert. Also das ist ganz konkret in Bezug auf größere Themen, in Themen, die überregional sind, zusammengehen, zum Beispiel mit Occupy-Gruppen in anderen Städten. Da gibt es einige Beispiele hier in der Stadt. Also das ist natürlich das, was jetzt gerade passiert. Also die Energie ist da und man wartet in Bezug auf Stuttgart 21 natürlich jetzt ein bisschen ab, weil man so viel nicht mehr machen kann. Also dass man, das würden wir, glaube ich, für uns mal in Anspruch nehmen, wirklich kritisch begleiten kann, den ganzen Vorgang. Dass man aber auch in Bezug auf andere Dinge, soziale Themen, Umweltthemen und so weiter, diese Energien und diese Lust vor allen Dingen am Politischen wieder teilhaben zu wollen, nutzt. Und das ist das, glaube ich, für das Positivste, was in den letzten zwei Jahren hier passiert ist, aus so einer Verdrossenheit, was Politikausübung oder Engagement im Politischen betrifft. Aus so einer Verdrossenheit ist eine Lust an Politik geworden und die äußert sich bei jedem auf eine andere Art und Weise, ob das eine Abkehr ist von politischen Parteien oder ob das Gründung außer parlamentarischen Bündnissen ist oder in eine politische Partei reingehen, was auch immer das ist. Die Lust ist wieder da. Und das ist etwas, was, glaube ich, Bestand hat und was sich nicht durch den jetzigen Stand der Dinge, was den Bahnhof hier betrifft, beeinflussen lässt oder stoppen lässt. Kommt an dem Bahnhof nicht vorbei. Die positive Beschreibung, dass es eine Aktivierung gegeben hat, dass es ein anderes Verständnis für eine Bürgerexistenz in einer Stadt gegeben hat, die finde ich ganz wichtig. Jetzt gegen Ende der Runde. Und wenn eine Opposition nicht in der Opposition ist, dann ist es keine. Das heißt also, eine Bürgerbewegung, die bestimmte Dinge thematisiert, die befindet sich erstmal außerhalb dieser Entscheidungszentren und kann Meinung bilden, kann die vielleicht auch aufbauen, kann Haltung ausprägen und vielleicht politisch auch aktiv werden. Vielleicht zur letzten Runde nochmal etwas aus dem Abstand. Heißt das nicht aber, wäre ich jetzt Politiker, oldschool-mäßig, würde sagen, ist doch super, die Bürger sind beschäftigt, die regen sich auf, die sitzen den ganzen Tag vor dem Computer, solidarisieren sich für Dinge in einzelnen kleinen Facetten, die großen Sachen machen wir wie gehabt und finden das ganz gut. Was Besseres kann eigentlich gar nicht passieren. Das ist ja das Problem, das habe ich ja vorhin versucht zu schildern. Wenn man sich darauf beschränkt, nur zu sagen, ja, wir verbessern, wir verehren unsere repräsentative Demokratie, dann könnte genau das passieren, was du eben gesagt hast. Aber wo wird diese Opposition dann so aktiv, dass man daran nicht vorbeikommt? Wo ist der strukturelle Anknüpfungspunkt? Auf der Straße. Das auf der Straße wird sehr aktiv und nicht im Parlament. Das ist, glaube ich, die Kraft, die auch etwas zerstört wurde oder aufgeweicht wurde durch bestimmte Entscheidungen, die hier getroffen worden sind. Die Kraft, die alle hier gespürt haben, die dabei waren die letzten zwei Jahre, ist die Kraft der Straße und die Kraft der Formulierungen, der Initiativen, die aus diesem Straßenprotest hervorgegangen sind. Das heißt jetzt nicht der Mob, der irgendwelche Scheiben einschmeißt oder so, das meine ich damit nicht, sondern ich meine damit Bürger aus allen möglichen sozialen Schichten, die sich in diesem öffentlichen Raum, das ist für mich ein öffentlicher, ganz wichtiger Diskurs auf der Straße, versammeln und von dort aus weitergehen und bestimmte Initiativen gründen. Und die dann auch teilweise so weit gehen, dass sie die repräsentative Demokratie in ihrer jetzigen Form grundsätzlich in Frage stellen und nicht nur sagen, wir müssen da so ein bisschen da und dort was machen. Ich würde mir diese Frage dann gerne noch eine konkretere Antwort wünschen, aber bitte erstmal. Also jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ist es ein prinzipielles Infragestellen der parlamentarischen Demokratie? Dann würde ich sagen, Vorsicht. Sie müssen wissen, was Sie da spielen. Wenn Sie sich die Welt anschauen, parlamentarische Demokratien, da wo sie funktionieren, sind Errungenschaft gegenüber vielen anderen Herrschaftsformen dieser Zugabe. Das ist die eine Haltung. Ich habe die Haltung, dass diese Protestformen und was auf der Straße stattfindet, in Plätzen, die Demokratie verändern wird, aber positiv verändern wird, erweitern wird, dass sie schneller atmet. Das größte Problem ist, dass es zu lange braucht, bis politische Parteien bestimmte Fragestellungen erkennen und dann umsetzen.
Also das ist ein der Gegensatz. Und da stehe ich klar auf der Seite, parlamentarische Demokratien sind wichtig. Der Gegensatz ist nicht Straße oder Parlament, sondern es muss im Parlament qualifizierter zugehen. Und in vielen Stellen kann die Straße dazu helfen und dazu beitragen, aber nicht entweder oder. Und im Übrigen, ich bin nicht Politiker geworden, das will ich mal persönlich sagen, weil ich gerne Politiker bin. Sondern ich bin Politiker geworden wegen Inhalten. Mich interessieren inhaltliche Fragen. Schaffen wir zum Beispiel die ökologische Krise abzuwenden? Schaffen wir mehr soziale Gerechtigkeit? Schaffen wir mehr Partizipation? Das ist deswegen, warum ich bei den Grünen bin. Und auch für die Grünen gilt übrigens der Gegensatz Parlament oder Straße nicht. Ich bin mein ganzes politisches Leben lang, über 30 Jahre, immer in Bewegungen gewesen, gegen die Volkszählung, gegen die Atomwirtschaft, gegen die Nachrüstung und habe es versucht, im Parlament zu vertreten. Also den Gegensatz nicht, aber ich akzeptiere und finde richtig und finde positiv, dass da eine neue Infragestellung, so würde ich es formulieren, Infragestellung der bestehenden parlamentarischen Funktionsweisen stattfindet. Das ist auch gut, das brauchen wir auch. Also ich habe auch nicht gemeint, entweder oder. Dass man zu anderen Ergebnissen kommt. Das ist das, was ich meine. Und ich glaube, ob man das als jemand, der in Parteien arbeitet, möchte oder nicht, ich glaube, das ist ein Prozess, der langfristig ist und der, glaube ich, gar nicht aufzuhalten ist, dass die Einflussnahme, was Protest betrifft, von etablierten Parteien immer geringer wird und dass die Einflussnahme von außerparlamentarischen Bündnissen größer werden wird. Das ist schon seit so vielen Jahren, seit 5, 6, 7 Jahren in Gang. Das ist ein Prozess, der sich gar nicht stoppen lässt. Der wird passieren, der passiert schon. Ich finde, was wir eingangs hatten, einen ganz wichtigen Punkt, vielleicht auch mal rückwirkend, dass es noch vor 30 Jahren in Protesten oder Umbrüchen darum ging, Machtverhältnisse zu ändern. Geht es darum jetzt auch? Oder geht es darum, ein System zu prüfen und zu verwandeln? Es ist ganz erstaunlich. Das stimmt gar nicht. Vor 30 Jahren, die Bewegungen waren, also wenn ich an Wiel denke, die waren nicht drauf aus, Machtverhältnisse zu ändern. Sie wollten das Atomkraftwerk dort nicht. Ja, ich komme aus dem Osten, wir hatten da schon ein das Thema. Also interessant ist, dass die Osten bei Wolfsburg zurzeit gerade an so Sachen arbeiten, dass sie eben sagen, wir wollen keine direkten Abstimmungen machen, wir wollen versuchen, in unserer Versammlung, wenn sie auch noch so lange dauern, sowas wie einen Konsens zu erreichen, also nach einem Konsensprinzip stark arbeiten, dass sie Macht ablehnen, dass sie Führer ablehnen, Parteifunktionäre ablehnen, dass sie Ideologien ablehnen. Also das ist der Stand gerade bestimmter Debatten, die in Manhattan da geführt wurden im letzten Herbst. Und interessant ist, wenn man das alles liest, was sie sich reden, Rotationsprinzipien, Verbot von Politikern in Aufsichtsräten, politische Parteien, die schlagkräftig sein sollten, sollten nicht in die Regierung zur Verantwortung gehen, sollten in der Opposition bleiben. Wenn man diese Sachen liest, die da formuliert werden, ist es fast das Gleiche, was ihr formuliert habt, als ihr euch gegründet habt, als die Grünen sich am Anfang gegründet haben. Das ist sehr interessant. Ich frage mich immer, warum hat eigentlich die Frau Merkel so eine Freude an dem Lehrer? Das wollte ich auch fragen, dass wir das heute umschifft haben. Dass wir das Thema umschifft haben, das gerade finden. Ich finde es einen wichtigen Punkt. Man muss bei der ganzen Geschichte auf eines Acht geben. Nämlich, dass nicht am Ende des Tages die konservativen Parteien davon profitieren, dass sie in Mehrheiten kommen. Derzeit bei der nächsten Bundestagswahl wird es so sein, wenn die Piraten bis dahin sich nicht ändern und zu Inhalten kommen, dann wird am Ende des Tages deswegen eine große Koalition Deutschland regieren. Und am Ende, also ich finde es wichtig, dass wir nicht vor lauter langen Diskussionen keine Entscheidungen treffen und so, am Ende die andere Seite obsiegt, weil die Liquid Democracy ihnen sozusagen ins Blatt spielt. Da muss man aufpassen, wenn man gesellschaftlich. Ich glaube nicht, dass die CDU und FDP so die große andere Seite sind als SPD-Grüne. Ich empfinde das nicht. Deswegen, dann haben Sie wahrscheinlich in der Kirche von Piraten auch toll gefunden. Aber ich erinnere mich bitte mal an eure, als ihr angefangen habt als Partei, ihr habt Ökofaschisten der Partei gehabt, ihr habt Rechtsradikale am Anfang der Partei gehabt, die ausgeschlossen wurden aus den Grünen. Also das
sind ganz normale Prozesse, die sich ergeben, wenn eine Partei sich gründet. Also da muss man, glaube ich, nicht drauf rumreiten. Gestern ist ein ganz klares Votum verabschiedet worden bei den Piraten gegen Rechtsextremismus. Also da muss man, glaube ich, nicht drauf rumreiten auf diesen Punkt. Die müssen sich auch erstmal finden, diese Chance. Da muss ich was mir wirklich nicht gefällt. Ich muss noch eine Sache noch zu dem sagen. Sie waren, das wollen Sie gerne, Sie waren vor CDU, FDP. Sie haben mich vorhin gefragt, möchten Sie lieber, dass Herr Mappus noch dran ist mit der CDU? Ich frage Sie zurück, wenn das Ergebnis das ist, was es dann oft ist, wenn Rot-Grün dran ist, dann muss diese Frage ganz offen gestellt werden. Würde eine Widerstandsbewegung vielleicht stärker werden, wenn die CDU noch dran wäre? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Ja? Und wenn diese Widerstandsbewegung vielleicht stärker dran ist, so eine Frage kann man sich wirklich stellen, aber wir sind da im rein Spekulativen. Also es ist überhaupt nicht ausgemacht, ob man dann weitergekommen wäre oder gerade nicht. Das ist doch, also ich finde das eine Spekulation, die ist wirklich nicht bringt. Jetzt noch ein Punkt, weil Sie da so ins Schwärmen geraten sind zu den Piraten. Damit Sie wirklich wissen, ich habe gerne so gefunden gerade, damit Sie wirklich wissen, was der Unterschied ist. Ich kann nicht akzeptieren, dass eine Partei, die seit 6 Jahren existiert, zu den zentralen politischen Fragen dieser Gesellschaft keine inhaltliche Position bringt. Da hätte ich mich, wenn man immer mit der grünen Geschichte verglichen hat, am Anfang wollten wir auch Rotation und sowas, aber wir waren von Anfang an von Inhalten besehen. Wir wollten was verändern in der Gesellschaft und haben diese Geste, ja, da diskutieren wir noch, ist ja auch egal, schwierige Frage nicht. Also ist es ja nicht, würde ganz sagen. Okay, dann war es ein Missverständnis. Ich darf auch ganz gerne einschalten. Vielleicht ist das ja gerade der Charakter der Generation, die sich so zusammenfindet. Und nicht nur der Generation, sondern eines Verständnisses von Gesellschaft und Politik. Ich sehe das auch zum Teil mit Staunen, aber es gibt auch andere Bereiche in der Gesellschaft, die zum Ausdruck bringen, dass es eben nicht mehr, und du hast gesagt, Ideologien sollten bekämpft werden, das ist ein gutes Stichwort, Volker. Ich habe bei Wort zu jedes Programm zum Beispiel. Ja, und das ist natürlich kompliziert, weil es mit den Grundbegriffen, von denen wir vielleicht auch zu dritt irgendwie gleich ausgehen, überhaupt nicht mehr in Zusammenhang zu bringen ist. Und deshalb auch nicht Aussage darüber getroffen werden kann, wo das hinführt. Das gibt es übrigens auch in der Kunst, in der Nachfolgegeneration mit jungen Theaterleuten, mit denen ich jetzt hier zu tun habe, Schauspielern, Regisseuren, die eine völlig andere Weltsicht auf Texte mitbringen, als dass sie sich mit mir sofort decken würden, die sich auf der Oberfläche bewegen, die Einzelheiten in den Vordergrund drücken. Und wenn man den substanziellen Hintergrund scheinbar erstmal ausblenden. Und was sich dort jetzt als Partei etabliert, hat ja vielleicht als Verbindungsstück viel mit der Diskussion, die wir heute geführt haben, hier zu tun gehabt. Die Piraten sollten nicht das Thema sein, aber es ist zumindest eine Verknüpfung, finde ich, zwischen dem, was man Protestbewegung, ich würde bei Widerstand immer auch Ausrufezeichen setzen, und den Mehrparteien parlamentarischen Konstruktionen. Meine These ist, die Piraten, so wie sie heute sind, ich kann nicht sagen, wie sie in 2 Jahren sind, aber so wie sie heute sind, sind sie in der Form vielleicht partizipativer, also in den Methoden, aber im Inhalt null. Und ich kann doch von Protestbewegungen her denken, wie sie es ja alle tun hier, nicht sagen, jetzt schauen wir mal, Inhalt gibt es noch nicht, macht auch nichts. Also an der Stelle muss man doch, wenn man... Ja, aber das widerlegen Sie doch in jeder Talkshow, das mit dem Inhalt null, das stimmt doch gar nicht. Ich habe zum Beispiel ein Parteiprogramm, das habe ich gelesen, da kann man hinter jedem Punkt, kann man ein Häkchen machen eigentlich. Dass euch die Düse geht, das ist schon klar mit den Piraten. Und das ist natürlich, das sind Sie nicht richtig informiert. Die Piraten, am meisten verlieren derzeit die Linkspartei von den Piraten, dann die CDU, dann die SPD und dann wir. Wir, die Piraten, sind wichtig für uns, dass wir genau das diskutieren, weil sie natürlich eine richtige Frage stellen, nämlich sind die Parteien transparent genug, sind sie offen genug, verstehen sie schnell genug neue Fragen. Also ich diskutiere nicht Piraten, nicht ablehnen. Und ich muss man muss ernst nehmen, dass so viele Menschen so eine Partei wählen. Ja, man muss das ist genau das ernst nehmen, genau das dass, das eine, dass es eine große Unzufriedenheit mit der Politikgestaltung gibt, im herkömmlichen Sinne. Ja, das tue ich, aber ich nehme
nehme auch ernst, dass es bei der Politik um Inhalte geht, um die Frage, wie wollen wir künftig leben? Das ist die Kernfrage der Politik. Und deswegen frage ich natürlich an die Piraten, ja, was liefert ihr da? Aber viele Menschen sind scheinbar nicht mehr der Meinung, dass ihr etablierten Parteien richtige Antworten auf diese inhaltlichen Fragen geben. Deswegen wählen sie die Piraten. Das ist also teilweise Protestwähler natürlich. Ich muss nochmal ein Piep sagen, das Piep des Schlusses. Bevor wir uns in dieser Positionierung wiederholen, die Diskussion ist nicht zu Ende zu führen. Es schlug gerade Gespräch eine Anregung in die Runde. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, in dem abgedunkelten Raum dem schönen Wetter zu trotzen, was jetzt wahrscheinlich draußen wieder einsetzt. Ich läute jetzt einfach mal die Schlussrunde ein, wie immer mit einzelnen Begriffen, auf die du und sie hoffentlich mit einem Satz kurz reagieren können. Herr Kuhn, Auto. Ist ein Produkt, das versprochen hat, Mobilität zu erzeugen als Fahrzeug, das aber immer mehr zum Stauzeug wird und deswegen nicht so ohne weiteres zukunftsfähig ist. Volker, Weiblichkeit. Weiblichkeit ist ein Anteil in jedem von uns. Ja, natürlich. Theaterleuten immer extrem ausgespielt und vergrößert wird. Schade, ich kann jetzt nicht so direkt reagieren. Herr Kuhn, Bürgerschloss. Bürgerschloss ist ein guter Begriff für die Frage, dass man im neuen Schloss viel ändert. Ich teile viele Vorschläge von Herrn Miller, der das ja gemacht hat. Zum Beispiel, dass der Parkplatz verschwindet und für die Leute geöffnet wird, dass auch der andere Nutzung des Schlosses da ist. Das wäre übrigens ein Sprung in mehr Öffnung für die Bürgerschaft, wenn man an dem zentralen Platz was verändern würde. Schulden. Es sollten alle mehr Schulden machen, so viele Schulden machen, bis das System zusammenbricht. Bist du Steuerberater? So, jetzt habe ich leider einen Begriff, den muss ich weglassen, dann springe ich da auch. Joachim Gauck. Ist, wie ich finde, ein guter Bundespräsident bisher. Ich habe große Hoffnungen, dass er das durchhält. Vor allem, dass er das durchhält. Ich meine, diesen Punkt anzuregen, die öffentliche Diskussionen mit seinen Ideen und wir haben ihn ja schon zweimal gewählt, dieses Mal und auch einmal davor. Kommt ja immerhin aus einer Protestbewegung, ist jetzt Bundespräsident. Wladimir Putin. Ja, ich meine die rechten Jahre von Camus, da geht es ja um einen Attentat auf den Fürsten. Wladimir Putin, finde ich eine sehr unangenehme Persönlichkeit. Herr Kuhn, Neckar. Ist ein bedeutender Fluss, der auf jeden Fall in der Stadt Tübingen und auch in der Stadt Heidelberg anerkannt fließt, den man aber für die Stadt Stuttgart zurückerobern muss bei dem Thema Stadt am Fluss. Ganz wichtige städtebauliche Aufgabe, dass Stuttgart nicht nur am Wesenbach, sondern endlich am Neckar liegt. Und da muss man richtig viel tun. Und zum Abschluss. Fußball-Europameister. Ein Wort, Deutschland. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Stuttgarter Gespräche am heutigen Vormittag. Wir werden jetzt zum Schluss eine Musik nach Auswahl von Volker Wischler, We Didn't Start the Fire von King Charles. Die kann jetzt nochmal abgefahren werden. Wir haben zwei Geschenke. Und zwar sind die, wie immer, vorgeschlagen von der Buchhandlung Wittwer. Wir haben Anna-Katharina Hahn am Schwarzen Berg für Herrn Kuhn und wir haben Christian Kracht im Gremium und ein Album für die EM-Bildchen für Volker Lösch. Ich bedanke mich bei Annalena Ebel-Böter, Anne Sachmann, bei Lichttontechnik, Zusammenarbeit mit der Lösch-Stiftung und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, im Juli. Wir sind in Verhandlung mit Richard David Precht und Jon Gnarr, dem Bürgermeister von Reykjavik. Wir werden veröffentlichen, wann es genau ist. Wir sind noch in Verhandlung. Also, Einnahmen gehen an Impuls, Tanz an Kinder in Grund- und Hauptschulen. Auf Wiedersehen, einen schönen Tag. Dankeschön.